Herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch in der Akademie für menschliche Medizin. Heute habe ich wieder eine Lady zu Gast, die wir auch schon einmal gehabt haben, die Frau Jutta Suffner. Und ein Thema, was wahrscheinlich vom Namen her viele nicht kennen werden, Adaptogene. Auch ich musste erst mal ein bisschen graben, aber dann fiel es mir wieder ein. Und ich denke, dass das ein recht interessantes Thema ist, weil manche Dinge davon kennen wir, aber die gesamte Bedeutung ist sicherlich den Menschen nicht klar. Und von daher ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Guten Morgen, Herr Professor Spitz. Und ja, ich freue mich auf ein paar ganz informative Minuten. Für diejenigen, die Sie noch nicht beim letzten Mal mitbekommen haben und Ihrem Faible für die Blaubeeren, vielleicht noch mal ein paar kurze Daten aus Ihrem Leben. Ja, ich bezeichne mich als Expertin für chronische Gesundheit und komme ursprünglich aus der Radiologie, als Radiologieassistentin, habe dann Biomedizintechnik in Deutschland und ein Jahr in Kanada studiert. Und da durfte ich dann schon ein Jahr lang zu dem Thema neurodegenerative Erkrankungen forschen am Kernspintomographen. Da kam auch das Thema Entzündungen natürlich mit mir in Kontakt das erste Mal. Dann wieder zurück in Deutschland, ging es erst ins Strahleninstitut und dann 20 Jahre folgten bei diversen Firmen alles, was mit dem Thema Ultraschall zu tun hat in allen Fachrichtungen. Also selber diese Ultraschallschulung eben durchführen, Schulungen machen, Marketing, alles, was mit diesen neuen Entwicklungen zu tun hat. Für mich ein riesen Erfahrungsschatz. Und ja, dem habe ich dann vor 5 Jahren Adieu gesagt, weil dort ging es immer nur darum, wie kann ich eine Technologie optimieren? Aber es ging nie darum, warum hat denn dieser Mensch jetzt die Lebermetastase, das Hämangiom? Und das hat mich ehrlich gesagt, das war nicht mehr mit mir vereinbar. Und dann bin ich rausgestiegen und habe eben einen Heilpraktiker gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Und der Hintergrund war auch, als ich vor 20 Jahren ja selber mal so ein bisschen platt war, auf Deutsch gesagt, mit einer Herzmuskelentzündung und fast 7 Jahre gebraucht habe, um wieder fit zu werden. Das hat mich eben damals schon auf andere Spuren gebracht, dass es ja noch andere Dinge gibt außerhalb der Schulmedizin, die vielleicht für unsere Gesundwerdung optimierbar sind und optimal sind. Und ich bin einfach dankbar, dass ich dieses Wissen weitergeben kann. Und ja, so ist auch natürlich die Blaubeere in mein Leben gekommen. Aber es ist ein anderes Thema dann noch. Ja, also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, das Problem, was die Schulmedizin hat, ist ja, dass sie nicht nur am Symptom rumschraubt, sondern dass man sie auch sehr gerne durch die bildgebenden Verfahren wie Ultraschall oder MR an der Morphologie orientiert. Aber es gibt ja einen alten Grundsatz in der Biologie, dass die Struktur der Funktion folgt. Das heißt also, zunächst einmal sind Funktionsveränderungen da, die dann irgendwann auch zu Strukturveränderungen führen. Und wenn ich jetzt meine Diagnostik auf die Strukturveränderungen fokussiere, dann bin ich immer hinten dran. Ich bin Jahre hinten dran. Schaue ich aber nach sich ändernden Funktionsparametern, schon bevor es zu Ausfällen in den Organen gekommen ist, dann bekomme ich Informationen, die mir zu einem Zeitpunkt erlauben, noch etwas zu tun, bevor eben die Strukturveränderungen, die Schäden da sind. So, und dabei sind die Adaptogene also von Bedeutung. Was heißt denn das überhaupt, Adaptogene? Adaptogen kommt vom Lateinischen und heißt also vom Adaptare, von anpassen. Und deswegen kann man sich ja schon so ein bisschen überlegen, was das heißt. Also Adaptogene sind Substanzen, meist pflanzlichen Ursprungs. Die haben eben die Riesenfähigkeit, unser Immunsystem zu modulieren und unser endokrines System, also unser Hormonsystem, zu regulieren. Und damit helfen sie uns einfach mit diesen äußeren Einflüssen in Form von Stress, der natürlich physisch, psychisch, emotionaler Natur sein kann, besser umzugehen. Es sind also Stärkungsmittel, die unser komplettes, unseren ganzen Körper inklusive Nebennieren mit einer erhöhten Widerstandskraft befähigen und somit natürlich auch Folgen von chronischem Stress reduzieren können. Und wenn man mal so zurückschaut, schon in der Antike, ich habe da einen ganz tollen Spruch gelesen, dass die Weisheit der Antike schon sagt, dass diese Adaptogene die königlichen Pflanzen sind, die nähren, aufbauen, verjüngen
restaurieren und für ein langes Leben und höchste Lebensqualität sorgen. Also das hat man schon in der Antike gesagt. Und das war schon eine Aussage. Und wenn man zum Beispiel ins Indische Reich schaut, da kennt man diese, das nennt sich Rasachana, das sind auch Lebenselixiere, Verjüngungsmittel. Oder in der traditionellen chinesischen Medizin wurden es auch als lebensverlängerte Mittel dargestellt. Also es ist lange bekannt und so langsam in der heutigen Zeit kann es zu unserer Problemlösung unterstützen. Ja, also wir wissen ja, dass das, was Big Pharma heute verkauft, im Grunde genommen alles Weiterentwicklungen, Veränderungen sind, patentierbare Veränderungen, die in der Regel auf irgendwelche pflanzliche Substanzen zurückgehen. Also diese Tradition ist wirklich da und ich bin 100% sicher, dass im Mittelalter, wo die Schifffahrt nach Osten ging, bis nach China, Indien rein, so, dass die Gewürze nicht wegen ihres Geschmackes mitgebracht haben, sondern es waren Heilmittel. Ja, für den Geschmack hätte man diese Reise nicht gemacht, diese gefährlichen Reisen. Aber diese Heilmittel an Land zu ziehen oder hier nach Deutschland zu bringen, nach Europa zu bringen, das war ein lukratives Geschäft. Und dieses Geschäft ist bis heute noch unterwegs. Ne? Ja, das stimmt. Und wenn man jetzt auch so, wo Sie gerade das Wort Nahrungsmittel, Heilmittel erwähnen, wenn man die Nahrungsaufnahme von früher ja mit der heutigen, es ist ja oft keine Nahrungsaufnahme, sondern nur ein Zuführen von Dingen vergleicht, dann hat natürlich unsere Nahrungsaufnahme eine riesen Lücke. Und wenn man diese fehlende, ich sag mal, Verwurzelung mit diesen Adaptogenen ausgleichen kann, dann macht das Ganze natürlich Sinn, denn das, was die Nahrung uns nicht liefert, kann man eben mit Adaptogenen ausgleichen. Ja, muss es praktisch ausgleichen. Es war mal so, dass wir diese ganzen Substanzen bekommen haben, weil wir kiloweise das Grünfutter in uns reingestopft haben, aus Kaloriengründen. Heute haben wir die leeren Kalorien, gehen alle aus dem Leim und wir haben nicht mehr diese pflanzlichen Substanzen, die uns nicht nur helfen, sondern die einfach nötig sind, damit der komplexe Stoffwechsel funktioniert. Und wenn man sich fragt, wie kann das sein, dann muss man sagen, es ist ganz einfach. Die Natur, die über Millionen von Jahren den menschlichen Körper gestrickt hat, hat das benutzt, was da war. Und in der Nahrung, die wir gegessen haben, um die Energie zu bekommen, waren diese Substanzen alle drin. Also warum selber machen? Nehmen wir das, was vorhanden ist und machen damit eine entsprechende Konstruktion. Und diese Konstruktion Mensch war dann so clever und hat innerhalb von 50 Jahren alles weggeschmissen. Ne? Ja, ich glaube, Sie haben gerade zwei wichtige Wörter erwähnt. Einmal diese lange Tradition. Wenn man zum Beispiel mit, ich hatte mal das Glück, so Schamanen aus Brasilien zu treffen. Die haben gesagt, wir heilen nur mit Pflanzen, die auch eine Geschichte haben. Also je länger, je älter sie diese Information überliefert haben, nur diese Pflanzen nehmen wir zu uns. Und das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Wenn man auch heute so Kultur sieht und Wild, dann wird einem natürlich klar, wenn ich etwas in einer Kultur anbaue, das hat natürlich nicht diese Information vom Alten überliefert. Aber wenn ich eine Pflanze nehme, die schon über Jahrmillionen gewachsen ist und ihre Kraft dadurch entwickelt hat, ihr hat natürlich für unseren Körper ganz andere Auswirkungen. Ja, dann schauen wir mal. Sie haben sicherlich ein paar Beispiele für uns. Ja, ich habe mir so, natürlich gibt es so den einen oder anderen Favorit. Vielleicht ist es auch noch wichtig zu sagen, viele fragen ja, naja, warum wird denn so ein Adaptogen zum Adaptogen? Wieso denn? Und da gibt es so zwei, drei Dinge. Es sind ja meistens Wurzelkräuter. Und diese Wurzelkräuter, die haben ja, wissen wir ja, einfach antimikrobielle, antiparasitäre Kraft. Und diese Wurzel muss sich ja in ihrer Umwelt behaupten. Wenn die in ihrem Boden wächst, lebt die ja in einem abbauenden Milieu. Das heißt, gegen die ganzen Viren, Bakterien muss die Riesenabwehrkräfte entwickeln. Und deswegen ist es ganz wichtig, je karger der Boden wächst, je karger der Boden, auf dem die Pflanze wächst, desto besser ist es für uns, weil diese Pflanze natürlich eine viel größere Abwehrkraft entwickeln muss als eine, die jetzt irgendwo gemütlich in so einem Gewächshaus wächst. Die kriegt ja alles von außen. Ist einfach so. Ist erstmal, denkt man, unlogisch, aber es macht natürlich Sinn. Und ganz, ganz wichtig, dass man auch schaut, wo wachsen die Pflanzen, in welchen Gebieten,
Denn zum Beispiel ein Boden, also bei einer Blaubeere beispielsweise, der braucht 7 Jahre oder auch für Ginseng, um überhaupt wieder zum Leben zu erwachen, bevor ich da wieder was Neues pflanzen kann. Also die Böden brauchen diese Ruhe und Regeneration, damit dort überhaupt was gepflanzt werden kann. Also damit man sich mal so Gedanken macht. Viele sagen, naja, da nehme ich eben irgendwas aus einer Kultur, das ist genauso gut. Eben nicht. Weil da bekommt es ja alles, da sitzt ja sozusagen im Lehnstuhl und bekommt ihr Futter zugeführt. Also das ist nicht zu unterschätzen. Also wir haben ja in den letzten Jahren lernen dürfen, dass wir ein Mikrobiom in uns haben, das heißt also Milliarden von Bakterien und Viren und Pilzen, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass wir überhaupt irgendetwas verdauen können. Und es hat sich herausgestellt, dass das gleiche Mikrobiom auch im Boden ist. Das heißt also, die Pflanzen sind nicht in der Lage, auch nur einen einzigen Krumen von irgendwelchen Erdsubstanzen aufzunehmen, ohne dass die Bakterien, die Viren daran gebastelt haben. Mhm. Und diese innige Verflechtung, da muss man sich einfach darüber klar sein. Und das hat für den Boden Relevanz. Und wenn ich dann hingehe und mit Herrn Monsanto da einmal Gift drüber schütte, dann werden diese Bakterien gestört und dieses Verhältnis wird gestört. Und was dann da wächst, sieht noch aus wie eine Pflanze. Aber das, was drinnen ist, also diese Adaptogene, die sind unter Umständen nicht mehr drin. Das heißt, ich habe also ich esse irgendein Stroh, was überhaupt nichts mehr beinhaltet und glaube, dass ich mir was Tolles tue, ne? Ja, das stimmt absolut. Und deswegen ist es einfach wichtig, das mal so, ja, dass man das mal erklärt, dann kann man das auch verstehen. Selbst wenn man irgendwo wandern geht und man sieht, zwischen dem Felsen kommt auf einmal so eine Pflanze raus, dann kann man sich ja vielleicht so ein bisschen erklären, was die für eine Kraft haben muss, um überhaupt auch im Felsen zu erwachen. Und diese Kraft, die diese Pflanzen entwickeln, die nehmen wir dann auf. Und deswegen, also je älter die Tradition einer Pflanze, desto besser. Das Erste, was mir einfällt, ist Hafer. Das ist auch etwas, ist ja ein klassisches Nerventonikum. Also für alle, die ein bisschen hibbelig sind, perfekt. Und ich gebe das auch allen Menschen, Patienten, die ein Problem haben mit ihrem Zuckerstoffwechsel oder die sagen, ich bin in so ein Diabetes Typ 2 reingelaufen. Ich sage, macht mal 3 Hafertage, morgens, mittags, abends, Basis Hafer mit gedämpftem Obst, mit Nüssen. Und das reguliert gigantisch den Blutzuckerspiegel. Ist einfach, kostet wenig und das haben die meisten zu Hause. Also Hafer ist sozusagen die Basis, eine günstige Basis, die man wirklich zu sich nehmen kann. Das Getreide Hafer? Also es sind unterschiedliche Zubereitungen. Also diese Haferkörner als Haferbrei, also diesen Porridge, den man kennt. Ja. Das ist sozusagen das ultimative Zuckerstoffwechselrezept. Wird mittlerweile auch bei vielen Diabetologen, auch da kommt es langsam an, angewendet, um einfach die Leute mal vor allen Dingen aus dieser Sucht rauszukriegen, weil Hafer ist sehr bekannt dafür, Süchte zu reduzieren. Und den meisten, die Diabetes haben oder zu viel Zucker essen, denen fehlt ja Chrom. Und in dem Zuge kann man mit Hafer unheimlich gut ausbalancieren. Also ist ein einfaches Rezept, was hervorragend funktioniert. So, dass also der ekelhafte englische Porridge wirklich einen guten Zweck erfüllt. Ja, also ich finde, er schmeckt hervorragend und dann unbedingt ganz viel Zimt drauf, weil Zimt reguliert auch noch die Bauchspeicheldrüse. Wir haben aber, glaube ich, ein Problem. Wenn jemand ein Leaky Gut hat, kann er den Hafer dann vertragen oder kommt er auch mit? Es ist fast immer funktioniert. Man muss schauen, hat der eine Glutenunverträglichkeit oder eine Sensitivität oder geht es nur in Anführungsstrichen um eine Weizenunverträglichkeit? Und bei den meisten, so die Erfahrung zeigt, ist es eine Weizenunverträglichkeit. Also es geht nicht um das Gluten. Und deswegen vertragen die fast alle, also ich würde sagen, in 8 von 10 Fällen klappt das mit dem Hafer sehr, sehr gut, weil der Hafer legt sich auch wie so eine Schleimschicht über die Darmschleimhaut und auch nach einem Magen-Darm-Infekt ist es sowieso das beste und schnellste Heilmittel für den Darm, weil es wirklich wie so eine Schleimschicht, im wahrsten Sinne, es ist ja ein Schleim, legt sich um die Darmschleimhaut und da tritt relativ schnell Besserung ein. Also ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass man eben nicht alle Körner mit
dem Bade ausschüttet sozusagen, sondern eben differenziert. Und dass der Hafer dort eine ganz andere Position hat als der Weizen, der leider Gottes ja für uns oder die industrielle Ernährung praktisch zum Standard geworden ist. Ja, und es ist auch so, es kommt auch noch auf den Weizen an, wo man ihn zunimmt. Wenn man zum Beispiel in Italien eine Pizza mit Weizen isst, den vertragen die meisten Menschen. Aber wenn man den deutschen Weizen nimmt, wobei man muss natürlich auch unterscheiden, von welchen Bauern kommt der, wo kommt der, da möchte ich jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren. Aber generell sollte man darauf achten, woher der Weizen kommt. Und weil der so Mikroentzündungen entsprechend auslöst. Also das passt zu der Information, dass etliche Leute, die von Amerika nach Europa rübergekommen sind, gesagt haben, ich kann hier fast alles essen und drüben in Amerika kann ich es nicht mehr essen. Also offensichtlich hat die amerikanische Gesellschaft verstanden, wirklich alles so zu modifizieren und so zu ändern, dass es nicht mehr gesund ist. Ja. Eben, und es ist wirklich von Land zu Land unterschiedlich. Und aber Hafer, ich meine, es ist ein einfaches Rezept, es funktioniert. Und ja, und man macht damit nur was gut. Und was die meisten auch noch kennen, ist natürlich grüner Tee. Den kennt man natürlich. Und da ist aber vielleicht ein Zusatz, die meisten brühen den ja auf, 5 Minuten. Und dann sagen sie, oh, wenn der länger zieht, dann kann ich den ja nicht mehr trinken, ist der so bitter. Aber zum Beispiel in China sagt man, der erste Aufguss ist für die Feinde. Denn man macht so, man nimmt gekochtes Wasser, überbrüht den grünen Tee, nach 30 Sekunden schüttet man das weg und dann lässt man ihn 10 Minuten ziehen. Also ist mein Ritual jeden Morgen, denn erst dann kommt dieses Easy-Geasy, dieses, wie heißt es, Epigallocatechin-3-Galat. Hab lange geübt, bis ich das Wort kannte. Erst dann kommt eben diese positive Wirkung zum Vorschein. Also ganz, ganz wichtig, dass man diese Reihenfolge beachtet. Okay, ja, also beim grünen Tee ist so ein bisschen die Diskussion, ob er eventuell auch auf seinen Blättern Aluminium hat. Ja? Und Aluminium wäre nur gar nicht gut fürs Popöchen. Und wir sind gerade dabei mit unserem Netzwerk, wo wir einen Umweltingenieur haben. Wir werden mal etliche grüne Teesorten messen und schauen, ob wir dort etwas finden. Das sind ja alles Informationen, die wir bräuchten, wo die Nahrungsmittelindustrie gut täte, uns damit zu versorgen. Aber nachdem das für den Umsatz nicht hilfreich ist, wird das alles nicht gemacht. Ne? Ja, und Sie haben schon recht, man sollte unbedingt darauf achten, welcher grüner Tee, woher der kommt. Also ich teste den mir selber auch aus, ob ich ihn vertrage oder nicht. Und da gibt es massive Unterschiede. Also da haben Sie absolut recht, nicht einfach irgendetwas holen. Ja, ja. Und vor allen Dingen nicht unbedingt vom Discounter. Ja. Definitiv, ja, also das sind so. Aber Hafer und grüner Tee sind einfache Dinge schon mal, wo man den Tag gut mit starten kann. Gut, bei mir ist es natürlich dann die Heidelbeere, ist klar. Ich werde ja schon nur noch Ostseeblaubeere genannt hier. Und weil wir dieses Extrakt entwickelt haben. Nee, warum ist es die Heidelbeere auch so besonders? Viele kennen auch den Anthony William. Er sagte auch, die Heidelbeere ist die Pflanze mit der höchsten Informationskraft. Also was auch ganz toll ist, wenn man diesen Strauch abbrennt, die ist nicht zu verwüsten, die wächst wieder raus. Die Sträucher hat man versucht abzubrennen, aber an einer anderen Stelle wächst die mit noch viel höherer Kraft wieder hervor. Und die hat wirklich ihr Erbe, ihre Kraftsubstanz über Jahrmillionen weitergegeben. Und ich erlebe es auch immer, wenn man das jetzt, egal in Exaktform, den Menschen, Patienten gibt, es wird das reguliert, wo momentan die höchste Wichtigkeit ist. Und das ist ja auch der Sinn generell von Adaptogenen. Sie suchen sich sozusagen den Ort, der momentan am ehesten erstmal ja in Ordnung zu bringen ist. Also sie helfen dem Körper, die Selbstregulation wieder zu erlangen. Und das ist es ja, viel wichtiger, dass wir wieder in unsere Kraft, in unsere Lebensenergie kommen, um eben selber gewappnet zu sein für diese Informationsflut, so nenne ich es einfach mal. Wobei da auch wieder zu sagen ist, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sie sprechen von den Originalblaubeeren, so wie sie in der Natur wachsen und nicht von dem, was die Pflanzenzüchter jetzt machen und diese schönen großen Blaubeeren. Wenn man die durchschneidet, sieht man, dass sie innen grün sind.
Eben. Und das ist ganz, ja, vielen Dank dafür, weil es gibt ja die Kulturheidelbeere. Wie gesagt, die ist groß und hell, die schneidet man auf, ist nichts. Und die wilde Heidelbeere, auch nur die darf man nutzen dafür, für das, was ich da gerne erreichen möchte. Die ist erstmal viel kleiner und schrumpeliger, sieht natürlich nicht so schön aus. Aber wenn man sie aufschneidet, sind die Hände blau. Und es gibt über 400 von diesen Vaccinium-Arten. Also es gibt auch nur 2-3 Sorten, ich sage immer, die diesen Wumms haben, den ich gerne hätte. Und viele sagen dann auch, gleich kommen wir vielleicht nochmal zu Pilzen, ja, wieso soll ich denn irgendeine Kapsel, ein Pulver oder ein Extrakt nehmen? Ich esse das doch einfach pur, ist doch viel besser. Und genau hier ist zum Beispiel der Denkfehler, den auch ich früher gemacht habe. Man weiß ja, Tomaten pur haben weniger Lycopin als die das Tomatenmark. Und bei zum Beispiel Heidelbeeren ist es so, die Kraft steckt ja in der Schale, weil mit der Schale muss sie sich ja gegen die Umwelt verteidigen. Und diese Anthocyane, das sind aber da nur 0,1%. Um aber die Kraft zu haben, die auch in diesen ganzen vorklinischen Studien dokumentiert ist, müssen es mindestens 25% sein. Und das erreiche ich nur, indem ich diese einem speziellen Extraktionsprozess unterziehe. Da werden dann Hitzeschockproteine gebildet. Und diese Hitzeschockproteine, die exprimieren wieder neue Gene, die uns helfen, die Selbstheilung anzuregen. Also es wird ein Schuh draus, wenn man versteht, dass es manchmal einfach sinnvoller ist, etwas in Extrakt- oder Pulverform zu sich zu nehmen, um eine, ja, das Wort gesundheitliche Wirkung darf man ja nicht sagen, aber um unser Wohlbefinden zu unterstützen, sagen wir es mal so. Ja, und das, was ja noch dazu kommt, ich kann mich erinnern, als Kinder sind wir in der Rhön gewesen, 1000 Meter hoch. Gab es die Heidelbeeren. Aber wer findet schon neben einem Stadtwald noch Heidelbeeren? Das heißt also, die Verfügbarkeit ist extrem schlecht geworden. Und dann muss ich sagen, dann ist die zweitbeste Lösung, die praktikabel ist, wesentlich besser als die beste Lösung, nämlich die selbstgesammelten, von der ich nur träumen kann. Ja. Also das hat mich dazu gebracht, wirklich zu sagen, wenn ich verstanden habe, was mein Körper braucht, dann sollte ich auch die zweitbeste Lösung nehmen, die zur Verfügung steht, als dass ich davon nur träume, was eben toll wäre. Ja, ich muss es jeden Tag haben. Und genau das ist es. Und ich glaube, unser Ziel ist ja, gesund zu bleiben. Das ist ja unser, ich sag mal, gesund sterben ist mein Ziel, so ab 90 aufwärts. Und das möchte ich aber bitte in einem gesunden, meine Mutter wird jetzt 91, die ist fit. Ich meine, also es geht doch. Natürlich muss man etwas tun. Aber das ist ja unser Ziel. Und was auch noch bei diesen jetzt eben nicht nur Heidelbeeren, sondern auch bei Pilzen der Fall ist, diese Information, die aufgenommen haben, das sind zwar Sachen, die für uns jetzt erstmal nicht greifbar sind, aber diese Information nehmen wir ja auch mit auf und die kann unser Körper wirklich optimal verwerten. Also wir haben da schon Dinge gehört, wo ich denke, hallo, wie kann das funktionieren? Aber es funktioniert, einfach diese Information, die wir durch die Pflanzen aufnehmen dürfen. Ja, das ist ja das Thema, was lange Zeit unklar war. Als wir mit den Pflanzenstoffen ein bisschen näher ins Gespräch kamen sozusagen oder sie erforscht haben, dann hieß es, das sind Antioxidantien. Ja, natürlich sind es ja, Antioxidantien, auch, aber das ist nur ein bisschen was wir da gelernt haben. Inzwischen wissen wir ja, dass viele dieser Substanzen von den Pflanzen an unseren Genen rumschrauben. Die Epigenetik ist seit etwa 10 Jahren bekannt und damit haben wiederum diese Pflanzen eine ganz andere Position bekommen, diese Substanzen eine ganz andere Position bekommen. Die Zelle kann ihre Gene nicht ablesen. Die ganze Information in den Genen nutzt nichts, wenn wir sie nicht epigenetisch mobilisieren können. So, und dazu brauche ich diese Substanzen. Habe ich die, funktioniert das. Habe ich die nicht, falle ich nicht tot um. Aber das System funktioniert so nicht so richtig. Das ist praktisch so, als wenn man mit einem Auto mit halber Luft in den Reifen fährt. Ich komme zwar damit voran, aber irgendwann fliegt mir der Reifen um die Ohren. Und genauso ist es mit dem Körper. Ja, und weil Sie gerade das Auto erwähnen, dieses zentrale Thema ist ja auch immer, unsere Lebensenergie aufrechtzuerhalten. Und die Lebensenergie, das sind ja unsere 12, ich sage mal, die Hauptautobahnen, nenne es Meridiane, wie auch immer. Und ich sage, wenn wir von Hamburg nach München normal durchfahren können, dann ja, sind wir im Fluss. Und mit diesen Meridianen ist es ja genauso, wenn ich in Frankfurt auf einmal am Frankfurter Kreuz im Stau stehe,
dann brauche ich von außen eben etwas, in dem Fall vielleicht den Unfallwagen, der den Unfallverursacher sozusagen ausräumt, damit es wieder fließen kann. Und mit unserer Lebensenergie ist es ja genauso, wenn die Hauptautobahn sozusagen verstopft ist, müssen wir eben, sei es durch eine Akupunktur, sei es durch ein Adaptogen von außen schauen, dass dieser Stau ausgeräumt ist und dann kann alles wieder fließen und dann wird auch ein Schuh draus. Okay, das ist das Prinzip. Sie haben eben schon kurz angedeutet, dass es bei diesen Pflanzen, die diese Adaptogene bilden, eine besondere Gruppe gibt, nämlich die Pilze. Ja. Sollen wir da noch ein bisschen was drüber erzählen? Denn Pilze, die meisten kennen ja Pilze nur noch maximal als Champignon und dann war es das. Ja, Pilze ein sehr großes Thema und zwar, also Reishi ist ja vielen bekannt, Reishi, Shiitake und mir ist so sehr sympathisch der Cordyceps. Das ist der sogenannte Raupenpilz. Sieht ganz eklig aus, weil der befällt eine Raupe und frisst sich dann da rein und dann wächst letztendlich so ein, ja, ein Stiel daraus. Also wenn man das mal googelt, es sieht nicht sehr appetitlich aus, aber es ist der Pilz der Kaiser. Der wurde früher mal von so einem Jagdhirten durch Zufall entdeckt. Und das war früher bei den, in dem alten China, ja, so ein Geheimtipp von den chinesischen Großherren so als Potenzmittel. Also die haben das für sich immer genommen und wussten, dann geht's uns besonders gut. Und der Riesenvorteil, weshalb ich den Cordyceps so liebe oder auch mit unserer Blaubeere sozusagen kombiniert habe, der geht auf den Lungen- und Nierenmeridian und das steht für unsere ganze Lebensenergie. Und der Cordyceps ist auch hervorragend für Menschen, die zum Beispiel kurz vorm Burnout sind oder meinen, sie sind schon komplett drin. Ich mag dieses Wort Burnout jetzt nicht, aber ist halt sehr bekannt. Also für alle, die in einer, ja, die eine hohe Leistungsfähigkeit benötigen, auch viele Sportler, bei Sportlern ist es sehr bekannt, weil er sehr schnell regeneriert und er hat natürlich noch einige wichtige Eigenschaften. Er stimuliert zum einen die Aktivität von den Makrophagen, also unseren Fresszellen. Die wirken ja, hat damit natürlich eine direkte Wirkung aufs Immunsystem. Und es gibt auch Studien, in denen dieser Wirkstoff, dieses Cordyzepin, antikanzerogen wirkt. Also auch das wurde sogar an der Uni Mainz, gibt es einige Studien. Und das heißt, es kann im Prinzip den Tod von Krebszellen einleiten und wird oft auch zu einer begleiteten Krebstherapie eingesetzt, eben um Metastasen zu verhindern und die Nebenwirkungen von der Chemotherapie zu reduzieren, wenn einer das denn durchführt. Ja, da sollte man kurz nochmal zum Anlass nehmen, daran zu erinnern, seit 20 Jahren wissen wir, dass die Gene uns nicht steuern und damit ist eigentlich die gesamte Krebsentstehungstheorie komplett zusammengefallen. Der Krebs entsteht nicht, wenn ein einzelnes Gen geschädigt ist, sondern der Krebs entsteht, wenn der Stoffwechsel nicht mehr funktioniert und die Zelle ihre Gene nicht mehr reparieren kann. Wir haben 4 Reparaturkolonnen für Gene. Wenn also da was passiert, dann kann der Körper das regeln. Wenn er es nicht mehr regeln kann, dann bringt er die Zelle um. Das ist die Apoptose. Das ist alles aktenkundig und trotzdem läuft die Onkologie voll in der Schiene mit den Onkostatika. Das heißt also, ganz, ganz wichtig, dass wir mit solchen Substanzen die Möglichkeit haben, dem Körper eben seine Regulation wieder einzuführen. Und dann haben wir eine gute Chance, dass, wenn es passiert ist, den Körper da zu unterstützen, dass wir eben keine Metastasen bekommen. Denn an dem Tumor als solchen stirbt keiner, sondern man stirbt an der Aussaat über den gesamten Körper, wenn der komplett aus dem Ruder läuft. Wenn ich also irgendwann in diesem miesen Tumorgeschehen hingehe und sage, komm Körper, ich habe dich jahrelang misshandelt, aber ich weiß jetzt, dass du was brauchst und gib dem die Ressourcen wieder. Dann sagt er, danke, ich fange wieder an. Genau, das ist dieses Wort Regulation, dass der Körper wieder in die Selbstregulierung kommt. Also ich habe auch erlebt in meiner langjährigen Erfahrung, dass ein Mensch nicht an einer Metastase stirbt, sondern er stirbt daran, dass er denkt, dass er an einer Metastase stirbt. Es ist, also ich kenne einige, die wirklich dieses Bild hatten, dass man es ihnen nicht gesagt hatte und aus diversen Gründen und die munter vor sich hin leben. Ist jetzt natürlich kein Argument zu sagen, dass man so einem etwas nicht sagt, aber es gibt Situationen, wo es eben Sinn macht. Wissen ist Macht und wenn man weiß, wie die Zusammenhänge sind, wenn man weiß, wie es zum Krebs gekommen ist, dann kann man sich auch anders verhalten. Ja, wir haben es mal diskutiert vor langer Zeit, da sagte ein Kollege, das kannst du nicht machen, dann
löst du noch Schuldgefühle aus. Das ist nicht richtig. Nicht der Einzelne ist schuld, dass er den Krebs bekommt, denn er ist nicht schuld an seinem Lebensstil, denn hat die Gesellschaft ihm übergestülpt. Ja, wenn ich meine Studien lese, wenn 80-90% sich falsch ernähren, 80% bewegen sich nicht richtig, 90% haben Vitamin D-Mangel, dann ist doch nicht die ganze Bevölkerung bescheuert geworden, sondern die Gesellschaft hat sich falsch rum. Und wenn ich dann dem Einzelnen sage, du hast Pech gehabt, dass du sowas ausgebrüht hast, aber jetzt weißt du, was du tun könntest. Und jetzt geben wir dir die Möglichkeiten, dich zu ändern, dein Verhalten zu ändern. Und dann hast du eine hohe Chance, eben nicht an den Metastasen einzugehen. Also dieses Wissen ist ganz, ganz wichtig. Und da finde ich toll, dass Sie dabei sind und die Dinge weiterentwickeln und auch ja mit Ihren Produkten aktiv dazu beitragen, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen, sich an den Haaren wieder aus dem Sumpf zu ziehen. Ja, weil damals, als ich vor 20 Jahren diese Myokarditis hatte, da gab es eben nichts. Da hieß es nur, man kann nichts machen, leg dich ruhig hin und deine Rente hast du aufs Leben lang, nie wieder Sport und alles. Und ich meine, ich bin ja auch topfit. Also deswegen geht es ja. Und ich bin ja nicht besser oder schlechter als andere Menschen. Aber damals, es wusste keiner, es war auch kein böses Wissen oder so. Auch von den Ärzten, die wussten es einfach nicht. Da hieß es nur, um Gottes Willen, bloß kein Sport, nichts machen, nur im Bett liegen ein Jahr lang. Aber ich meine, dass das so rein von der Natur her nicht die Lösung sein kann, ist ja irgendwie offensichtlich. Ja, und was noch dazu kommt, was Sie heute auch wissen, use it or lose it. Wer sich ein Jahr ins Bett legt, der steht auf und ist sein eigenes Skelett nur noch. Ne? Ja, absolute Katastrophe. Also es gönne ich keinem und ich habe dann eben 7 Jahre gebraucht, um wieder fit zu werden. Aber egal, ich bin dieser Zeit sehr dankbar, weil ich meine, sonst würden wir beide, sonst hätte ich nicht dieses Geschenk, mit Ihnen heute reden zu dürfen und wäre auch nie in, ja, ich sag mal, hätte nie über diesen Tellerrand der Schulmedizin hinausgeschaut. Es hat alles seinen Sinn. Also das ist eine Lebensweisheit, die ich vor einiger Zeit von einem Musiksoziologen bekommen habe. Die Frage stets, wozu ist es gut? Es gibt Situationen im Leben, wo man sagt, so eine Sauerei, warum muss mir das jetzt passieren? Und man hat überhaupt keine Erklärung davon, wie man da reingekommen ist. Unter Umständen Jahre später, so wie bei Ihnen, und ich kann in meinem eigenen Leben genauso Dinge ausfindig machen, Jahre später erkennt man, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mich nie so und so entwickeln können. Also von daher sollte man das nicht unbedingt dankbar annehmen, aber annehmen und sagen, was sollte mir diese Situation zeigen, was kann ich aus der Situation lernen? Und wenn man dazu in der Lage ist, dann gibt es plötzlich auch Mittel und Wege, da rauszukommen. Und anschließend kann es sein, dass es einem wesentlich besser geht, dass man in einer wesentlich besseren Situation ist als vorher, wo man meinte, alles sei Paletti, ne? Und ich glaube, was ganz wichtig noch ist, auch das ist mir erst in den letzten Jahren gekommen, was möchten einem diese Pflanzen zum Beispiel auch sagen, die in mein Leben kommen? Ich habe lange gebraucht, warum es bei mir eine Blaubeere war. Aber wenn man sich die Geschichte der Blaubeere einfach anschaut, ich meine, sie ist zerstört worden und ist dann mit größerer Kraft wieder zum Leben erweckt worden. Und letztendlich habe ich so eine ähnliche Entwicklung ja auch durchmachen dürfen. Ich sage es einfach mal so. Und bei einem anderen, es muss nicht ja bei jedem die Blaubeere sein, beim anderen ist es der Pilz, beim nächsten ist es der Ginseng, der nächste steht auf Wildrosen, Hagebutte sind wundervolle Adaptogene wegen dem massiven Vitamin C-Gehalt. Was ich Menschen immer empfehle, die so ein bisschen, naja, ich sag mal, denen die Gelassenheit abhanden gekommen ist, denen sage ich immer, schnuppert mal an Rhodiola, an diesem Rosenwurz. Das haben Wikinger früher schon für Kraft und Stärke eingenommen. Also es gibt so viele Dinge und wenn wir wieder lernen, so auf die Intuition zu hören, da glaube ich, da fängt ganz, ganz vieles an und dann merken wir, was gut für uns ist und was auch nicht gut für uns ist. Ja, auch das müssen wir wieder lernen, auf den Körper zu hören. Und wenn es nach einer Mahlzeit in meinem Bauch gluckert, dann ist es unsinnig zu sagen, oh, guck mal, die Verdauung funktioniert. Sondern die Verdauung funktioniert geräuschlos normalerweise. Wenn das da gluckert, dann muss ich sagen, oh shit, was habe ich denn da wieder reingefüllt, dass der jetzt anfängt so zu gluckern. Also, dass man einfach empfindet. Oder wenn man einen Tag vorher gesoffen hat, am nächsten Tag unendlich müde ist, nicht sagen, na okay, ich habe, sondern ach, was habe ich meinem Körper angetan, dass er jetzt nicht mehr in der Lage ist, einigermaßen vor sich hinzukommen. Also diese Beobachtung, die ja nun völlig weg ist. Niemand bekommt oder
die meisten Menschen bekommen ja doch keine Anleitung, ihren Körper so anzuschauen. Das heißt nicht, dass sie Hypochonder werden und jedes kleine Witzelchen sich todkrank fühlen, aber auf den Körper zu hören, mit dem Körper zu sprechen, ja, es ist der einzige, den wir haben und der ist alles, was wir brauchen, liefert er uns. Von daher sollten wir ihn vielleicht ein bisschen besser pflegen, so wie unsere Autos. Absolut, so wie Selbstverantwortung, glaube ich, ist das Wichtigste aller Wörter. Und ich meine, wenn wir jede Woche mit dem Auto, sieht man ja, manche Leute fahren irgendwie, ich weiß nicht, dreimal die Woche, keine Ahnung, in die Waschanlage. Aber vielleicht wäre es sinnvoller, dann statt Waschanlage mal unseren Körper zu optimieren. Ja, aber auch da muss man sagen, hat die Gesellschaft ganz wesentlich Schuld daran, weil sie sich falsch entwickelt hat. Wenn wir nicht in den letzten 50 Jahren auch von den politischen Parteien immer wieder gehört hätten, wenn du mich wählst, sorge ich für dich ein Leben lang. Die Gesundheit ist sicher, die Rente ist sicher. Wir wissen, alles stimmt nicht. Weder die Rente ist sicher, noch die Gesundheit ist sicher. Diese Herrschaften haben sich aus dem Fenster gelehnt und haben Dinge behauptet, die nicht wahr sind. Ja? Niemand kann für meine Gesundheit die Verantwortung übernehmen. Das muss ich selber tun. Aber wie gesagt, das ist so Brainwashing reingekommen, dass die Leute sagen, okay, ich kann alles tun, was ich will. Und wenn ich ein Problem habe, gehe ich zum Doktor. Der regelt es dann. Ja, Pustekuchen, der regelt gar nichts, wie wir jetzt wissen. Ne? Eben, und ich meine, wir reden ja heute jetzt auch, ich sag mal, in einer besonderen Zeit, so nenne ich sie jetzt einfach mal, in der die Gesellschaft sehr von Angst gesteuert ist. Aber es wäre vielleicht sinnvoller, den Fokus eben so wie wir jetzt auf Immunsystem, was kann ich tun, auf Unterstützung zu legen, auf den Fokus, ob es eine Blaubeere, ein Pilz, ein grüner Tee ist, egal, also auf Dinge, die ich tun kann, damit ich eben in dieser Umwelt jetzt optimal und vor allen Dingen angstfrei lebe, weil das ist schon wirklich erschreckend, was einem da für Begebenheiten draußen, ja, also was einem da begegnet mit diesen Teilen, die da. Naja, und vor 200 Jahren schon hat es zwei Franzosen gegeben, die auch mal wissenschaftlich wieder gegeneinander waren. Leider Gottes hat einer der beiden Herrschaften, dessen Name Pasteur war, die Überhand gewonnen. Seit der Zeit wird pasteurisiert, ja, es werden die Tierchen umgebracht. Der andere hat gesagt, der Keim ist gar nichts. Die Umwelt ist entscheidend. Und wir sind die Umwelt für die Keime. Bei uns sind die ganzen Keime drin. Und wir haben gelernt, mit denen umzugehen. Es ist eine Symbiose, die da funktioniert. Und wenn unser Körper fit ist, dann grinsen wir über so ein blödes Virus. Überhaupt kein Thema. Wenn wir aber auf dem letzten Loch pfeifen, wie die Leute, die mit 70 oder 80, 3, 4, 5 Komorbiditäten haben, dann kommt das Virus und hält das letzte Loch noch zu. Und dann war es das. Ja? Aber da muss man sich einfach darüber klar sein, wir sollten sehen, dass wir uns selber fit machen. Dann sind wir nicht nur im Alltag, im Beruf fitter, sondern wir sind auch gegenüber den Krankheiten fitter und können uns diese ärgerlichen, wirklich jämmerlichen Zustand mit Alter von 60 oder 70 Jahren, 3 oder 4 Komorbiditäten zu haben, nicht mehr voranzukommen, gebrechlich zu sein, das könnten wir uns alles sparen. Wir könnten wirklich, wie Sie eben schon gesagt haben, fit mit 70 oder 80 in die Kiste gehen. Ja, und nicht irgendwo auf Intensivstation mit 10 Schläuchen in allen Löchern und zusätzlichen Löchern dann dahin vegetieren. Denn das ist ja ein Vegetierer, ja, unmenschlich. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, Leute, nehmt euer Leben selber in die Hand und übernehmt die Selbstverantwortung. Ich habe es damals auch gemacht. Ich habe mich damals aus dem Krankenhaus entlassen und habe gesagt, ich bleibe hier nicht mehr. Und ja, sie müssen wieder zur Myokardbiopsie kommen. Und wenn man das einmal erlebt hat, das brauche ich kein zweites Mal. Also ja, sagt Leute, ohne mich, ich bin hier draußen. Und dann hieß es natürlich um Gottes Willen, aber okay, ich sitze ja hier gesund und fit. Also deswegen nicht alles glauben. Ich sage den Leuten auch immer, glaubt auch nicht, was ich sage, sondern fühlt oder googelt selber oder fühlt in euch mal rein. Also es muss für euch stimmig sein. Das ist das Allerwichtigste. Aber ja, tut was. Und ausprobieren. Ausprobieren. Ja. Unbedingt. Was ist für mich gut? Und wenn es gut ist, dann sage ich, okay, dann mache ich entsprechend weiter. Mhm. Super. Dann sage ich heute ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir haben eine kleine Botschaft oder wir haben ein Thema gehabt, was eigentlich primär mit der aktuellen Situation wenig zu tun zu haben scheint. Aber wiederum, es ist alles zusammen. Und wer mit Hilfe von Adaptogenen zum Beispiel einen fitten Körper hat, noch einmal, der grinst auch über Covid-19.
Vielen Dank fürs Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Schöne Grüße. Danke.